Was geht ab, Leute? Wir spielen ein neues Game. Es heißt Escape from Tarkov. Es existiert kein Tutorial bei diesem Game. Also die schon zocken, die wissen Bescheid. So, ihr kommt rein und ihr habt aber nichts, Alter. Ihr geht hier auf Charakter und dann werdet ihr bombardiert von alles, Digga. Das heißt, erklären kann ich euch noch nicht viel, weil ich habe selber keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, dass es sowas wie ein Battle Royale ist, dass ihr keinen Kreis habt, der immer kleiner wird, wie bei Fortnite oder so. Sondern ihr müsst hier in eine Map rein und dann habt ihr eine bestimmte Zeit, einen Exit zu suchen. Und in der Zeit könnt ihr looten und alles und dann müsst ihr halt, bevor die Zeit um ist, zum Exit Point, der ist immer zufällig und da müsst ihr da raus. Und das Zeug, was ihr da mitgenommen habt, damit könnt ihr dann eure Base hier aufbauen. Moment. Genau, hier habt ihr eure Base und dann könnt ihr halt das ganze Zeug mitnehmen und eure Base aufbauen. Ihr habt einen Scuff-Typi und ihr habt einen PMC. PMC ist euer Main-Charakter, Hauptcharakter. Der Scuff ist immer zufällig. Also mit dem Scuff könnt ihr einfach rein. Den bekommt ihr alle 20 Minuten und wenn ihr sterbt, dann juckt's halt nicht, weil es ist nicht euer Hauptcharakter. Das Problem ist halt, warum ich das anspreche, ist, dass wenn ihr zum Beispiel hier euren Charakter dann, euren Hauptcharakter, das ist ja der hier, ihr könnt ja immer auswählen, was ihr mitnehmen wollt. Also alles, was hier drin ist, nehmt ihr dann auch mit. Und bei diesem Container, alles, was da drin ist, das bleibt da auch. Also, ja, nur mal zur Erklärung. Wenn ihr in der Map stirbt, weil wenn euch jemand killt, dann kann er euch looten. Also alles, was ihr hier drin habt, kann er looten und mitnehmen. Außer alles, was ihr hier rein tut, das bleibt. Deshalb ist es gut, immer alle 20 Minuten mit dem Typi hier zu spielen. Der ist immer zufällig. Weil wenn der stirbt und ihr habt euer Zeug nicht mehr, weil das ist ja nicht mehr euer Hauptzeug, sondern das ist zufällig immer. Das heißt, wenn der stirbt, dann juckt's euch nicht. Naja, gehen wir mal in den Game rein und versuchen unser Bestes. Also wir müssen in eine Map rein, versuchen, bevor die Zeit um ist, einen Exit Point zu suchen und dann rauszugehen, weil der Typ hat jetzt diese Waffe hier dabei und die Weste hier und die Mütze hier, keine Ahnung, die kriege ich dann alles, wenn ich meinen Exit Point suche. So, Escape from Tarkov gibt euch auch keine Map, das heißt, also erstens kein Tutorial, zweitens keine Map. Das heißt, ihr geht in die Karte rein und ihr habt einfach keine Ahnung, wo ihr seid, also. Als sie das Game hergestellt haben, dachten sie sich, fickt euch. Sucht euch die Scheiße selbst. Oh Mann. Falls ich irgendwas falsch erklärt habe oder nicht erklärt habe, nimmt's mir nicht böse. Ich kenne das Spiel selber noch nicht so gut. Aber auch erst vor 2 Wochen angefangen. Also beruhigt euch. So. Also natürlich gibt es immer Orte, an denen der Loot am besten ist. Also es gibt sozusagen immer den gleichen Pfad. Ihr erscheint eigentlich immer an fast den gleichen Punkten. Und also ihr erscheint normalerweise immer ganz rechts von der Map und der Exit Point ist dann ganz links von der Map. Ist immer so. Oder ihr erscheint ganz links von der Map und Exit Point ist ganz rechts von der Map. So. Also ihr drückt jetzt zweimal O. Genau, oben rechts steht jetzt Crossroads, einmal euer erster Exit und Exit 2 ist Ruoff Roadblock. Also zu den beiden müsst ihr gehen und ihr habt 17 Minuten Zeit dafür. Wenn die Zeit um ist, seid ihr tot und ihr bekommt gar nichts von dem, was ihr mitnimmt. So, die Waffe, die ich hier jetzt zufällig bekommen habe bei meinem Scuff-Typ, also bei dem linken, den ich alle 20 Minuten spielen kann, die Waffe kriege ich auch, wenn ich damit zum Exit-Point schaffe. So, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin bei den Silos. Ich weiß jetzt ungefähr, wo ich bin, weil ich bin schon oft bei den Silos gelandet. Deshalb ist es gut, dass ich hier schon ein bisschen weiß, wo ich hin muss. Da liegt immer so ein Typ, den ihr looten könnt, aber immer aufpassen. So. Hab mal die Empfindlichkeit ein bisschen runtergestellt, weil die ein bisschen krass war. Auch nichts, okay, hier hat schon jemand gelootet, heißt das eigentlich. Wenn hier auch nichts ist, hat hier auf jeden Fall schon jemand gelootet. Ja, runter. So, das nehmen wir mit. Weil wir brauchen eigentlich alles für unsere Base, auch so Schrauben und sowas. Um irgendwie Steckdosen hier, um irgendwas in unsere Base aufzubauen, brauchen wir das auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder raus. So, mein Exit Point. Mal gucken. Jetzt einmal Crossroads. Ich hab mich kurz erschrocken. Guter Dank für dein Zeug. Warte mal. Das werfen wir weg. Das tun wir rein, Alter. Keine Ahnung, ob ich das hier brauche. Warte mal kurz. Die Schrotflinte. Schon mal nice. Ist das? Eine fette Tasche hat der dabei auf jeden Fall. Schrotflintenmunition. Mal warte, das tun wir hier rein. Das hier tun wir wegwerfen. Die Tasche tun wir rein. Das ist eine größere Tasche, die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Das hier können wir auch wegwerfen. Die Tasche nehmen wir mit. Brecheisen, ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber man weiß ja nie. So. Ich glaube, ich nehme erstmal die Schrotflinte. Okay, weiter geht's. Ich wollte gerade irgendwas erklären, ich hab's vergessen. Also hier gibt's auch irgendwie Bots, die nicht auf dich... Also es gibt normale Spiele und Bots. Und wenn man einmal auf die Bots schießt, dann hat man verkackt, dann schießt jeder Bot auf dich. Und ich glaube, ich habe verkackt. Das war ein Bot. What? Ich glaube, ein Bot schießt auf mich, ich bin mir aber nicht sicher. Fuck. Mich schnell heilen. Dein Ernst, ich hab gar nichts. Echt gar nichts. Außer das da. Ah, ich hab das da, stimmt. Shit, Digga, wo war der? Ah, shit, ich hab keine Schiene, Alter. Ich hab du Hurensohn, Alter. Ich glaube, das ist ein Bot. Okay, ich muss den ganz schnell. Ich hab hier 30 Schuss. Oh, das ist ein besserer Helm, also den. Mal warte. Eis auf den. Nehmen wir den hier. Nehmen wir auch mit. Das hier werfen wir weg. Weil ich will die Waffe mitnehmen. Ich kann die nicht mitnehmen. Okay, dann scheiß auf die Schrotflinte, glaube ich. Die hat eh nur 4 Schuss. Maske. Ja, nehmen wir mit. Ich bin weg, Bruder. Der hatte leider nichts zum Heilen. Das ist echt scheiße. Grüntee. Klingt das was? So. Stimmt, in dem Game hat man ja auch Durst, also. Was ist das da? Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt was ist. Also gut. So, wir rennen mal weiter, Alter. Ich habe keine Ahnung, wer danach kommt. So, muss mal kurz was überprüfen. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt eine scheiß Sicht, Alter. Was, wohin jetzt? Crossroads und Rough Roadblock. Okay, das ist links von der Map. Also wir müssen jetzt eine lange Reise durchlaufen. Zum Glück kenne ich ein paar Abkürzungen, die mir mein Kumpel gezeigt hat. Und ich glaube, das waren Bots, die ich gekillt habe, weil der ist hochgelaufen und ohne auf mich zu schießen. Also das waren safe Bots. Ich kill mich eher, als dass ich hier noch hinkomme, Alter. Nachladen dauert ungefähr 100 Jahre bei dem Game. Also wenn du einmal nachladen musst und ein Gegner ist vor dir, du bist auf jeden Fall tot, Alter. Ja, ich nehme die, mit der kann ich besser zielen. Und dieses Zielen, dieses Anvisieren, das dauert auch ewig. Der Blut lässt sich übelst Zeit an. Rough Roadblock. Okay. Digga, meine Sicht ist so Haufen Scheiße, Alter. Guck. Ist schon eine Abkürzung? Weil sonst müsste ich voll außen rumlaufen. Außer ich schaff das auch. Junge! Ist blöd! Okay. Das wird wehtun. Oh, ich hab's da ganz geschafft. Okay, was? Ich bin jetzt bei der Train Bridge, glaube ich. Ja. Also ich muss weiter nach links laufen. Ich versuche euch mal, glaube ich. Alter, hier höre ich manchmal. Ah, oder? War da einer? Ich höre hier manchmal Schüsse. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, Alter. Okay, wir rennen. Fuck it. Ich glaube, ich habe die Bots jetzt als Gegner. Das ist blöd. Alter, meine Sicht ist echt beschissen. Wenn ich Glück habe und rauskomme, wäre das echt nice. Also die ich gekillt habe, die waren safe Bots. Weil so schlecht wie ich bei dem Game bin, kann es gar nicht sein, dass das keine Bots waren. Oh. Wie nicht denn jetzt? Ich hab jetzt eine Brücke. So Jacken kann man auch immer durchsuchen. Vielleicht finde ich da ein Medikit oder so. Na, ich such doch mal. Oder so eine Schiene, die brauche ich, Alter. Ich brauche so eine Schiene. Ich bin irgendwie verwirrt, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt. Irgendwas? Keine Ahnung, ob ich das brauche. Klingt das ja was? Nee, es fällt nur meine Energie wieder auf. Gönn dir, Bruder. Okay. Das Warenhaus 17. Ah, ich bin hier bei Roblox. Oh mein Gott, wir kommen raus. Easy. Gleich mal hinlegen, aber man weiß ja nicht. Nice. Stabilität. So. Also wir haben es rausgeschafft. Das alles hier habe ich jetzt genommen. Das heißt, ich kann das auch mitnehmen. Moment. Das ist euer Storage, euer Stash heißt das. Also alles, was hier drin ist, das bleibt auch wenn ihr sterbt, weil das ist so euer Lager einfach nur. Nehmen wir auch mit. Bitte Waffen halt. Yeah. Den Helm nehme ich safe mit, ist auf jeden Fall gut. Face Cover, ja. Mal mitnehmen. Den Messer. Ja, das Messer brauche ich nicht eigentlich. So, ciao. Yes. Da, 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 da. So. So, wenn ihr jetzt hier nochmal reingeht, ihr seht, euer Scarf ist jetzt 17 Minuten 50 gesperrt. Also in 17 Minuten 50 könnt ihr den wieder spielen und das ist jetzt auch ein ganz anderer. Der hat jetzt wieder irgendeine andere Waffe und zufällige Ausrüstung einfach. Deshalb den hier, Leute, alle 20 Minuten auf jeden Fall benutzen zum Looten, zum Waffenlooten, alles, was ihr so vielleicht benötigen werdet. Und den hier zwischendurch auf jeden Fall auch spielen, um ihn auch zu leveln. So. Ja, das war's erstmal von mir. Also wenn euch das gefallen hat, gibt es auf jeden Fall in Zukunft mehr. Weil neben Smite, ich brauche was anderes, Alter, sonst dreh ich durch. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.